fangen wir mit Honeypoo an, komm. Das ist jetzt, glaube ich, das Entspannendste für nebenbei. Wir gucken, ich zeige euch meine Gaming-Zentrale. Und ich liebe so Videos, ja, wo man Roomtour macht und sonstiges. Deswegen habe ich Bock drauf. Was geht? Willkommen zu meiner Setup-Tour. Ihr wollt oder Setup-Tour, das ist auch geil. Unbedingt, dass ihr nochmal das Setup im Genauen seht, was ich für Bildschirme habe, was mit der Tastaturmaus, was in meinem PC drin ist. Und ja, das werde ich euch jetzt erstmal alles zeigen. Alhamdulillah. Lichter sind noch alle aus, das heißt, es sieht genau so aus, wenn es aus ist. Und ich habe noch nie so eine clean weiße Wand gesehen. Setup ist, beziehungsweise mein, weil genau das hier habe ich bei mir immer an den Wänden. Mein Arbeitsbereich, der ist in meinem Wohnzimmer. Also, hier haben wir meine wunderschöne Background-Ecke. Ich werde das extra jetzt erstmal anmachen, damit ihr seht, wie das mit Licht ausschaut. Ich habe hier so ein Honey-Schild von der Firma, die richtig kacke ist, deswegen empfehle ich die auch nicht. Hier, so sieht ungefähr die Ecke aus. Ich benutze Philips Hue-Lichter. Ich finde, die sind ziemlich nice. Lassen sich halt so konfigurieren. Bei mir habe ich generell viel mit Philips Hue. Okay, drei Sachen. Okay, ich habe hier eine Misa-Figur von meinem Mod geschenkt bekommen. Richtig cool. Und ja, ein Bild, was ein Zuschauer gemalt hat von mir. Richtig cool mit meiner Honey-Kette. Wieso malt ihr mir keine Bilder? Die Kreuzkette, die ich immer... Erklär mal. ...man hat in meinem linken Auge, wo ich einen braunen Punkt habe. Nicht ganz. Ja, jetzt. Tschüss, warum hat die einen braunen Fleck da drin? Das habe ich von Etsy oder so gekauft. Ich fand, das sah cool aus. Es ist gemaltes Bild oder so. Ihr wisst, was ich meine. Es ist kein Bild von meinen Füßen, das viele schon gefragt haben. Nein. Hier haben wir, ja, Tesafilm ab. Warum das war, wo gefragt wurde? Also mein Geburtstagsstream, ich habe ja einen Geburtstagsstream gemacht und hatte hier so eine, wie nennt man das, so eine... Gelande. Und ja, die waren super. Tesafilm abgegangen. Und halt mit abgeflogen. Egal. Warum malst du uns keine Bilder? Weil ich bin live für euch und ich mache Musik für euch. Ich glaube, ich mache genug. Wir haben hier mein Astro-Headset mit Haaren von mir, weil ich immer mitreise gefühlt. Ikea-Lampe, Ikea-Pflanze und einen richtig coolen Elevate-Teddy. Erstmal danke an Elevate. Lol. Kuss, ich habe auch schon richtig viele Klamotten von euch. Sascha hat einen rosa bekommen, den habe ich von Sascha geklaut. Also Elevate-Placement wäre auch schon cool, Digga. Ein anderem Setup. Finde ich passt ganz gut mit dem blauen Licht hier. Den Lego-Bonsai, das ist das erste, was ich gebaut habe von Lego. Aber es sieht richtig cool aus, ich finde das ist richtig nice. Weil das lebendige Pflanzen überleben ja bei mir nicht, wie man kennt, wie man es weiß. Ja, Pflanzen überleben bei mir auch nicht. Hier haben wir meinen PC, auf den würde ich später eingehen. Ich zeige erstmal alles und danach sage ich, was so genau in dem PC drin ist. Und ich mache den an, damit er leuchtet. Hier haben wir meinen Stuhl. Ich würde mir aber, glaube ich, jetzt einen Ergo-Stuhl holen. So einen ergonomisch, richtig krass ergonomischen Stuhl. Ich weiß, die sind derbe teuer, aber das lohnt sich halt einfach, wenn man so lange am PC ist. Und sitzt, weil wollen von viele holen in letzter Zeit, aber ich fühle die nicht so. Aber die sind cool. Skoliose, also die sollen ja wirklich krass für den Rücken sein, aber ich fühle die nicht so. Und so. Wir haben hier meinen Tisch, höhenverstellbar. Genau einmal benutzt. Ich will nicht sagen, ja, dass ich nicht die Möglichkeiten habe, aber ich benutze diese Möglichkeiten nicht, um es mir einfach einfacher im Leben zu machen. Dies benutze ich gefühlt gar nicht. Aber ja, wir haben höhenverstellbaren Tisch. Mein richtig cooles Anime-Mauspad. Nee, sorry, ich bin ja eh kein Anime-Fan. Ich finde die, nee, das, also fühle ich nicht. Eine Ducky-Tastatur mit Keycaps. Auch so eine Tastatur fühle ich gar nicht. Ich weiß, da gibt es voll viele, die das feiern, Digga, ist gar nicht meins. Amerikanischen Keycaps. Ich finde es krass, dass ihr GoXR da ganz hinten ist. Also anscheinend macht ihr da nicht viel mit. Ich weiß nicht, weil, keine Ahnung, ist doch voll bestimmt voll nervig, da hinten dran zu kommen immer so. Weil meins ist wirklich direkt hier neben mir, so in Griff. Weite. Ich habe das Kabel selber irgendwie dumm umwickelt. Ich weiß, es sieht voll dulliert aus. Kabelmanagementmäßig. Das kostet 1500 welches. Hätte ich euch das Setup gezeigt, wie es bei meinen Eltern war, da sah das so krass aus. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, dass man kein scheiß Kabel sieht. Ich habe sogar einfach scheiß auf Kabelsalat. Die Tischplatte durchgebohrt, damit ich das Kabel von der Tastatur verstecken kann. Und durchs Mousepad durch halt nochmal auch das Loch. Ey, wie sieht's jetzt aus? Guck mal, ich sehe gerade, wie ihre Mic-Position hier, ne? Die ist ja so, ne? Ich habe manchmal auch voll Bock, das zu machen, aber ich habe mich mittlerweile daran so gewöhnt, erst recht wegen RP und so, dass dieses Mikrofon direkt vor mir, also direkt wirklich so ist vor mir, unter meinem Mund, weil man halt natürlich so am normalsmäßig mit reinredet, wenn ich zum Bildschirm gucke und das wegen RP auch, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwie fehlt mir dann was so vor meinem Mund. Jo, Test. Das ist so, als ob wir so bei Broadcasten wären hier, so richtig so am Radio. Keine Ahnung, manchmal hätte ich schon Bock drauf, aber irgendwie ist mir dann hier zu frei. Obwohl es eigentlich sogar so ganz cool im Stream aussieht. Irgendwann mal besser ausschaut, also gib mir so einen Monat oder zwei. Auf jeden Fall haben wir hier mein Stream Deck. Ja, Razer Wireless Ladegerät, damit ich mein Handy laden kann. Also sprich, wenn ich gerade nicht am Handy bin, kann ich da drauflegen und dann lädt's.
Oder auch nicht. Ich habe einen USB-Hub hier, weil ich brauche ein Verlängerungskabel plus USB-Hub, damit die ganzen Kabel noch an den PC können. Das steht ja hinter mir, weil ich finde, das sieht richtig cool im Streaming-Background aus. Und ja, das Ding, also ja, das sieht geil im Hintergrund aus, aber das Ding ist halt diese, dass ich dann für alles so 30 Meter lange Kabel bräuchte, damit es von meinem PC bis zu meinem Tisch rüber reicht, das wäre mir zu anstrengend. Kannst du Dave jetzt einblenden, wie es ausschaut? Und ja, meine Ducky-Tastatur, meine Razer-Maus, ich liebe die, ich habe die auch noch in weiß. Die Razer Viper V2, meine ich, heißt sie. Und ist es wirklich so? Razer Viper Ultimate. Ich glaube, die heißt V2. Oder ist es die Black Widow Verzeige? Egal, das ist die Razer Viper. Das ist die Razer Viper. Und ich habe 3 MSI-Bildschirme hier. Ich kann auch nochmal eine Setup-Tour machen von dem Setup bei Sascha. Aber ich habe da nochmal ein separates, weil ich pendel ja zwischen zwei Orten. Hier habe ich die. Mir fällt immer auf, dass sie immer anfängt, einfach Wörter und Sachen einfach immer anders auszusprechen. Ich weiß nicht, wenn sie entweder sich selber nicht mehr hören kann, so, weil sie merkt, dass sie so viel redet. Aber wenn ihr mal drauf achtet, immer sie fängt so an zu ziehen. Ich habe 3 MSI-Bildschirme, die sind dann von... Und dann habe ich hier noch eine Maus von Razer. Die ganze Zeit. Immer wieder, immer. Versucht sie alles zu umschreien, also die Wörter anders auszusprechen. Ich habe keine Ahnung. Also angesichts dessen, dass ich jetzt nicht sagen kann, was für Bildschirme ich genau habe, I'm so sorry. Da ist so ein Seriencode. Ich zeige dir den euch mal. Und vielleicht hilft es ja euch was. So sieht das Ganze aus. Nee. Ich habe hier meine Keylights von Elgato. Hab ich auch. Kameraständer auch von Elgato. Hab ich selber? Aber Elgato, ja? Nicht, dass wir jetzt hier auf einem guten Fuß zusammenstehen. Eure Capture-Card ist bei mir abgekracht und der Camlink richtig oft auch. Das stimmt, bei mir auch. Das andere auch sagen. Wie schlimmer ist der Stream Deck? Das Stream Deck ist viel schlimmer. Aber die Camlink geht bei mir eigentlich noch, aber auch schon sehr oft abgekackt, das stimmt. Richtig coole Kamera, Alpha, Sony Alpha 6000. Ja, ich habe hier einen GoXLR. Aber ich habe die 6400. Gut, dass es nicht dasteht, um es zu bedienen. Ich sage euch ehrlich, ich habe eh keinen Plan, wie man das bedient. Ich habe das einfach nur, um einmalig was einzustellen. That's it. Ist doch kompliziert, das Ding. Meine 1000 Kissen für meinen Rücken. Damit man so ein bisschen die Lendenwirbelsäule unterstützt. Und hier Piano? Ist meine, also ich weiß, das ist eigentlich auch so ein Wireless-Ladegerät, aber ich benutze es als Untersetzer, ich finde voll cool aus. Hier habe ich meinen Notizblock, da schreibe ich immer Sachen rein, ich habe das extra geschlossen, damit ihr nicht seht, was drinsteht. Weitere Notizzettel, Stifte, wow. Marker, hier sind so meine Essentials für den Stream. Hier waren noch Feuchttücher, die sind jetzt leer gegangen, falls ich esse nämlich richtig viel im Stream, ich snacke die ganze Zeit. Und damit die Finger nicht so dreckig werden, von den Chips beispielsweise, weil die Chipszange liegt noch bei Sascha, die ist nicht hier leider. Habe ich so Feuchttücher, damit man die Finger sauber machen kann. Anti-Mücken. Eine Chips-Zange? Stich. Flüssigkeit. Wie heißt das? Akutan? Nee, warte. Autan? Perfekt. Weil Mücken lieben mich, I guess. Ich krieg so viele Mückenstiche immer. Handcreme. Spiegel, Pille, Lippenstifte, also beziehungsweise Lipgloss, SD-Karten, AirPods. Was von Minecraft. Hier habe ich USB-Sticks, Haargummis, keine Ahnung wo. Als unnötigen Frauenkram. Ich weiß auch. Ja, all in all. Sowas war schön bei mir immer in Schubladen und dann am besten direkt so in 4 Stück direkt. War das schon mal dieser Bereich, der ist eigentlich gar nicht so interessant, hat den Ikea-Teppich. Der ist auch zu klein, das ist mir aufgefallen. Meme-Channel, Discord, alles like. Nachdem ich ihn gekauft habe und ich nicht wirklich bedacht habe, dass ich eigentlich einen größeren bräuchte. Ich weiß, das wird schon passen. Der größere kostet mir 40 Euro zu viel. Ich hätte den größeren holen sollen, Video. Wie wir sehen, hier ist mein wundervolles Kabelmanagement. Seht ihr die Kabelbox? Original 1:1 liegt bei mir hinter meinen 3 Bildschirmen auf meinem Schreibtisch 1:1 genauso. Da hinten ist einfach nur so ein Uhrwerk von Kabeln in alle Richtungen. Aber ich nehme schon gar nicht mehr wahr, weil die Kabel sind schwarz, mein Tisch ist schwarz, deswegen nehme ich es gar nicht wahr. Ist das dumm. Zum Glück benutze ich die. Hier ist das Bett für Coco. Das liegt jetzt nur da, weil ich geputzt habe. Normalerweise ist es sonst hier. Weil ich guck gleich, mag das nicht so logischerweise an der Wand dran zu sein, beziehungsweise ein bisschen weiter entfernt zu sein. Aber hier ist noch so ein Kauknochen von der. Hat sie da liegen lassen, weil die Dulli ist. Der Boden von ihrer Wohnung ist fresh. Die ist gerade bei meinen Eltern, by the way. Jetzt kommen wir zum PC. Das sieht geil aus. Innen drin so voll staubig. Okay, bitte beachtet das nicht. Ich muss den echt sauber machen. Woher den Staub sieht man nicht? Ich liebe meine Arbeitsspeicher. Ich finde, die sehen einfach aus wie Tetris-Arbeitsspeicher. Wie cool ist das? Die Farbeinstellung habe ich auch irgendwann mal einfach auf bunt gemacht. Ich hatte das viel ausführlicher. Dann habe ich einmal das Profil geändert, dass ich nicht mehr zurückkam. Und dann war ich voll sad und hatte keinen Bock mehr. Aber wir haben hier meinen PC. Jetzt muss ich ablesen, weil ich nicht genau weiß, was drin ist. Weil ich habe ja jetzt schon wieder 9. Was heißt schon wieder? Ich habe 9...
Das kann das sein, dass der voll laut ist? Bei meinem anderen Setup, weil ich will später ein Dual PC Setup haben. Jeder Streamer sagt, das ist viel besser. Also, ich habe hier ein Lian Li 011 Dynamic Gehäuse. Ist ziemlich cool, ist groß, sieht schön aus. Ist so ein Klassiker, wo viele haben inzwischen. Der war voll im Trend. Und ja, sieht halt auch einfach cool aus. Dann haben wir, die CPU ist ein AMD Ryzen 9 5900X. Oh, die sieht man nicht, ne? Die ist halt unter der Wasserkühlung, seht ihr das? Mein PC ist auch brutal laut, weil ich einfach das... Ja, ich wollte gerade sagen, weil das klang gerade schon sehr laut. ...ich mir eingestellt habe. Einmal haben sich die Einstellungen zurückgesetzt nach einem Update, also sprich wie die Lüfter drehen, wie schnell und irgendwas mit der Wasserkühlung auch, dass es nicht dauerhaft auf 100% gefühlt pumpt, wenn ihr wisst, was ich meine. Vielleicht war das jetzt komplett falsch gesagt und die Leute, die sich damit auskennen, sagen, Alter... Ja, versteht ihr, was ich meine. Alright, GPU... Grafikkarte AMD Radeon RX 6900. Oh nein, sie hat auch eine AMD Grafikkarte. Ich frag mich, ob die genauso abgefuckte Crack-Probleme damit hat wie ich mit der Software. Weil, ey, ich habe meine gerade eben zurückgesetzt. Einmal komplett und nochmal alles, dann dieses Update nochmal draufgespielt, weil, ey, ich hatte die ganze Zeit Bildschirmflimmern und fuck, so im Game auch so flackern und so. Deswegen habe ich die scheiß Grafikkarte kurz einmal, was Software angeht, kurz ein bisschen zurückgesetzt. XT, zu dem Zeitpunkt war das, als ich den PC bekommen habe, war es die stärkste Grafikkarte. Bei den RAM haben wir 32 GB Kit-Core. Ich meine, dass 2 Arbeitsspeicher besser sind als 4. Und das ist auch in meinem PC so vorhanden. Jetzt sind es aber noch 4. Ah ja, warte, die heißen Corsair Dominator Platinum RGB. Ich kann auch hier unten drunter links raushauen. Also. Bei dem Mainboard haben wir eine Asus ROG Strix X 570-F Gaming. Ja, das ist... Die kenn ich auch nicht aus. Cool, solide. Also ich kann mich nicht beschweren. Die SSD ist eine Corsair MP600... RTX Beste. Pro Gen 4 PCI Express. Und das Netzteil hat 850 Watt und ist von Boostbox. Ich guck sofort, Dennis. Guck gleich. Ich weiß nicht, ob man dazu noch so viel sagen muss. Ja, das war mein Streaming-Setup-Bereich. Ich weiß, Kabelmanagement-mäßig. Komplette Katastrophe. Das geht um einiges besser. Da stimme ich euch jetzt schon zu, weil ich weiß, wie das in den Kommentaren aussehen wird. Lass mich das irgendwann mal verändern, falls ich hier dann noch wohnen werde. Ich weiß es nicht. Kann ja alles sein. Ansonsten, wenn ich es bis dahin nicht verändert habe, werdet ihr eine neue Setup-Tour sehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, wie es hier so ausschaut. Viele haben sich es anders vorgestellt. Viele dachten, das hier wäre ein kompletter Raum. Aber nein, hier ist mein Esstisch. Ja, aber es ist voll chillig. Also, wir haben ja auch die Roomtour vorhin geguckt und sie ist halt wirklich zum Teil in ihrem Wohnzimmer und zum Teil in ihrer Küche. Ist voll geil. Ich würde es voll fühlen, wenn ich hier sitzen würde und direkt wüsste, direkt da vorne noch eine Küche. Ich bin halt immer in meinem Streaming-Bereich. Wow. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, abonnieren, kommentieren, mir auf Twitch folgen. Ich streame so ziemlich daily. Wenn ihr eine zweite Setup-Tour sehen wollt von Saschas Wohnung aus, weil ich habe da ja auch nochmal ein Gaming-Zimmer, dann... Schreibt es in die Kommentare, weil dann werde ich das machen. Und jetzt... Cool. Cool. Cool.